Ninja Warrior ist für mich eine körperliche Herausforderung. Man kommt an seine Grenzen. Es ist so dazu gekommen, ich habe es im Fernsehen schon immer verfolgt, auch die amerikanischen Shows. Mich hat es immer fasziniert. Und für mich war ich klar, ich probiere das auch und ich kann es und will es ausprobieren und auch zeigen, dass es auch für Normalo möglich ist, im Endeffekt an seine Grenzen zu gehen, weiterzukommen, andere Sportart kennenzulernen und die auch dann umsetzen zu können, weil Ninja Warrior ist eine vielseitige Sportart, hat viel mit Technik zu tun, mit Kraft, mit Körper einfach zu beherrschen, auch im Kopf fängt es eigentlich schon an, wie man auf ein Hindernis zugeht. Man muss fokussiert sein, nicht unterschätzen. Gut, das normale Fitness geht mehr in die Richtung, man geht rein und ist fokussiert auf Übungen. Heute ist zum Beispiel, wenn man sagt, Brusttraining, dann trainiert man bloß die Brust. Oder auch Rücken, wo man dann fokussiert ist mehr auf den Rücken und einzelnen Muskelpartien. Bei Ninja Warrior oder CrossFit ist man mehr auf Ganzkörpertraining fokussiert oder zielgerichtet das Ganze und den Körper eigentlich an Grenzen zu bringen. Eine Stunde ist man schon ziemlich platt, wenn man sagt, da kommt man echt an seine Grenzen und man merkt es auf jeden Fall am nächsten Tag und am übernächsten Tag eventuell. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied zum ganz normalen Kraftsport oder Gymtraining im Studio. Also wie gesagt, jeder Teilnehmer war sehr fokussiert auf das Ganze, auf die Show. Jeder wollte weiterkommen, man hat sich ausgetauscht über Technik, wie man an Hindernisse rangehen könnte. Von RTL-Seite ist man in die sehr, sehr große, geile, beleuchtete, große Halle gekommen. Also es war wie ein großer Trainingstempel, so gesehen. Also man ist reingekommen, war einfach ein Wow-Gefühl. Man sagt, sehr geil. Also nächstes Jahr werde ich die Show rocken und werde mir vielleicht Platz 1 holen.